So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge America Truck Simulator. Und es gab wieder ein neues Update. Ich habe aber leider wieder nicht geguckt, was neu dazugekommen ist und warum das Update gemacht worden ist. Zumindest sind wir wieder in unserer noch kleinen heimischen Garage. Bald haben wir genug Geld zusammen, dann können wir die Garage ausbauen, LKW einen neuen kaufen und Fahrer einstellen. Gut, würde ich sagen, fahren wir mit unserem Kenwood und suchen uns eine Fracht, um noch mehr Kohle zu verdienen. Na klar, wir gucken mal. Denn hier haben wir den Schönes. Das da haben wir noch nicht entdeckt. Wer haben wir nicht entdeckt? Wir fahren hier hin. Fahren wir noch nicht. Da fahren wir mal hin. Genau. 11 Minuten brauchen wir dafür. 5 Liter Diesel. Echt 5 Liter Diesel für 11 Minuten? Fahrt vorsichtig. Das ist schon heftig. Gut. So. Warum fahre ich vorwärts? Warum bin ich vorwärts gefahren? Ich wollte doch eigentlich rückwärts. Ja, hier ist noch alles ein bisschen zu eng hier. Echt ausbauen. Alles noch ein bisschen eng. Das ist ja wirklich alles ein bisschen enger. Der hält nicht an. Alter. Das sieht mich herausfahren. Der hält nicht an. Dieser Honk. Dass wir ein bisschen größer sind, das weißt du aber schon. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So. Ah, jetzt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Da kann fahren, was bremst denn der? Warte, ich ja gern. Mensch, warum der hier bremst hat, wisst ihr selber nicht. Ich hätte eigentlich mal bald wieder mit eigenen Auflieger fahren, ne? Sag mal, was ist denn los hier? Ein bisschen ab und wir nicht. Ja, das geht noch nicht an. Da geht noch ein Sack. Demnächst rechts abbiegen. Ja, mach mal Helga. Der ist schön da vorne. Biege nach rechts ab. Ach doch. Sei doch nicht so ungeduldig. Weißt, dass du wieder auf Fahrt gehen willst. Wir sind heile angekommen. Na gut. Rote aus.
So, guck mal. Den schönen Fracht. Was haben wir denn schön? Reif. Maschinenteile. Los Angeles. Ja, das ist schon, sind wir da schon mal hingefahren? Nö, da sind wir noch nicht hingefahren. Das ist der Punkt, wo wir noch nicht hingefahren sind. Das nehmen wir doch an. Fahren wir 9 Stunden? Sollte ich mal vorher noch mal schlafen gehen? 9 Stunden? Ja, sagen wir, ruht mal auf 10 Stunden. Naja, mach mal. Da jetzt lang fahren, da lang oder da lang? Da oder da? Wir fahren mal nach links. Lass uns loslegen. Da ist er. Ja, da sind wir doch richtig rum. Oh ja, reparieren sie auch Autos? Naja, ist ja auch eine Werkstatt. Ist ja gut, ne? Motorhaube hätte ich noch gerne lackiert gehabt. Das wäre cool. So. Ankoppeln. Alles noch ein bisschen überprüfen. Geht's. Ach, das hier in Navi ist ein neues Update, das sehe ich gerade. Das steht jetzt da oben. Dann ist nicht immer unten rechts. Die Zeit meine ich jetzt, Uhrzeit und... Aha. Ich glaube, das mit dem Fähnchen... Ah, oh, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das ist wahrscheinlich auch neu, ne? So, wir müssen mal hier ein Bettchen suchen, Leute. Nee, es war der falsche Taste, Leute. Es war der falsche. Ein Bettchen, ich glaube, hier ist ein. Ach, hier ist ein Bettchen. Nehmen wir. Ja, da kommen wir hin. Auf geht's. So. Biege nach links ab. Ja, hätten wir vielleicht fahren können. Ja, kommt doch was Großes. Auch noch was? Noch was? Gut, ist vorbei. Hier kommt noch was, und dann gehen wir eigentlich los. So, komm erstmal schlafen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ach nee. Hey, wir haben grün.
Wieso ist denn der da vorne nicht rechts abbiegen? Haben die das geändert, dass man hier nicht mal rechts abbiegen darf? Biege nach links ab. Bleibt grün? Oder haben wir Pech? Ja. Ja, hier ist ein Hotel. Oder am besten Waffen. Hinten. Hier nicht schlafen, bei so einem Hotel. Ich bin mit dem Hänger hängen geblieben. Ich habe nicht auf den Hänger geachtet. Ich habe nur auf den Linien geachtet, wo wir parken können. Na, fängt ja schon wieder gut an, das Video. Jetzt war's. Wir ein Glück. Ah, echt jetzt? Hey, wir sind doch. Ich würde schon sagen. Vielleicht, wo könnte man hier parken bei den Hotels? Ja, genau hier. Ja, ist ein bisschen eng für LKWs. Ja, ich weiß. Aber es ist eigentlich eine Spur für LKWs. Man müsste bloß eben von der anderen Seite reinfahren. Dass wir uns hier wieder raus an schon mal. Schön weit außen bleiben. Immer am Zaun lang, ohne anzuecken. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Aber da war Helga, wir müssen ja erstmal raus. Und ich hab gerannt. Jetzt aber noch gesprochen. Was mache ich denn heute nur? Ich bin heute nicht so richtig bei der Sache, Leute. Ich habe aber auch Schmerztabletten genommen. Wächst mein. Ja. Es hat sich rausgestellt, es ist die Bandscheibe, Leute. Also merke ich, ich werde wirklich, wirklich alt. Hat sich rausgestellt, es ist die Bandscheibe. Und ich habe schon ein paar Schmerztabletten genommen. Oder, naja. Und ja. Ich bin nicht so richtig bei der Sache. Ja, ich weiß, man soll da nicht Auto fahren, nicht LKW fahren. Wo soll man nun abbiegen? Links oder rechts? Nicht so richtig. Weiter Sachen. Aber wir decken gleich noch ein bisschen was auf. Nicht schlecht. Habe ich mich jetzt schon wieder festgefahren? Wo habe ich mich denn festgefahren? Muss mal einer verraten? Leute, ich bin echt nicht platt. Hä? Achso, da ist noch eine Kante. Leute, verzeiht mir die Folge heute, aber ich werde sie nicht raus. Also ich werde das nicht rausschneiden oder werde die Folge nicht hochladen. Ich lade die hoch. Definitiv.
Kommen wir jetzt an dem Verkehrsschild vorbei? Nein. Oh, ein blödes Verkehrsschild. Oh. Warum ist umgefahren? Ich war aber definitiv vorbei. Naja. Wie gesagt, bin heute nicht so ganz dabei. Oh, nicht so schlimm. Wo hast du Wampling-Ballare an? Achso, da kommt es. Aber ich fahre jetzt. Komme ja heute nicht mehr raus. Das kann ja noch was werden. Fast 10 Stunden LKW fahren. Naja. Könnte witzig werden. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Normalerweise müssen wir nach rechts ab. Müssen wir die eine, das eine ja wohl. Wollmarkt ist das. Nee, was ist das? Ja. Müssen wir mal entdecken auch noch. Das geht jetzt automatisch. Glaube ich aber nicht, ja. Biege ich mir einfach nochmal ein. Da muss entdecken. Demnächst links abbiegen. Das ist nämlich nach links ab. Das ist nämlich schon mal entdeckt. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Jetzt haben wir das auch entdeckt hier. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Ja, machen wir. Das ist eine witzige Folge heute. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Die ganze Zeit jetzt nach rechts blinkt? Ja. Oh, ich hoffe, jetzt können wir durchfahren. Ohne irgendwas. Sehr holpriger Start. Warum bremst der nicht? So eine schwere Fracht haben wir doch nicht dabei.
war da gar nicht so schwer. Wird nur unser LKW eigentlich aussehen mit drei Achsen? Müsste man eigentlich mal ausprobieren, oder? Eine Schwerlastenform. Tja, bei Eurotruck Simulator holen uns die Busse. Haha. Immer geradeaus. Richtig große Schwerlast möchte ich mal wieder gerne vor. Zwei Spuren brauche, den roten Ampeln beachten muss. Einfach nur fahren. Wir kommen nicht vorbei, Leute. Aber wir müssen eh gleich abbiegen. Naja, setzen wir uns wieder dahin. Aber was mir auffällt. Und dann auswärts rechts. Aber was mir auffällt, vorhin waren Autos hinter uns. Die holen uns nicht rechts. Nimm die Ausfahrt rechts. Haben die das geändert? Da ist noch so ein Markt. Aber da will ich jetzt. Biege nach links ab. Wollt ihr könnte man eigentlich auch ansteuern, oder? Ist doch eben auf dem Weg. Das liegt doch eben auf dem Weg hier. Und den steuern wir auch noch an gleich. Aber Leute, nee, doch nicht. Weil, guckt mal. Mal jetzt gucken. Hier ist ja noch alles zum Ansteuern. Dann müssen wir das mal so machen. Mal so alles ansteuern. Da ist ja noch jede Menge anzusteuern. Da müssen wir jetzt hier rein, Zeit verlieren. Hier rumfahren, Zeit verlieren. Oder hier rein, dann da rein, Zeit verlieren. Hier Zeit verlieren. Da hinten Zeit verlieren. Nee, machen wir jetzt mal nicht. Es tut mir leid, aber das machen wir dann mal so in einem Video.
kriegen wir ja nur mega Zeit. Wir müssen ja noch abliefern. Immer geradeaus. Wir müssen ja noch Zeug abliefern. Da müssen wir, hier könnten wir reinfahren. Dann hier die Tankstelle oder Rastplatz, was das ist. Ich denke mal eine Tankstelle. Da gehen wir nämlich. Das, Leute, das machen wir mal. Geradeaus. Wenn wir die Kohle zusammen haben. Und bauen unsere Garage aus. Weil das ist ja nicht weit weg von unseren. Von hier. Oh, wie hieß es noch? Ja, wisst ihr, wo unsere Garage ist? Dann können wir hier herfahren und können das mal alles erkunden im Parkerfield. Immer zwar keine Kohle, immer geradeaus, aber wir haben da keinen Zeitdruck. Wisst ihr, was ich meine? Da haben wir keinen Lieferzeitdruck und da können wir das machen. Aber jetzt haben wir ja Lieferzeitdruck in dem Sinne, dass wir pünktlich abliefern und ja, aber natürlich. Die Lieferfrist verpassen. Knapp eingeschärft. Oh Gott. Wenn wir jetzt so Abstandsmesser-Dingsbums hätten, hätte jetzt unser LKW beim Beschleunigen übergebremst. Strohballen Angriff. Heuballen oder euch was. Greif mal an. Greif mal an. Angst rechts zu fahren. Aha, nein. Ich habe bloß gerade was geguckt. Wie immer. Ein Haufen von den Jolumpen. Kommt alles in naja, ihr wisst ja, Luftfilter. Furchtbar. Aber die erwischen. Was ist mit der Motorbremse? Bremst du mal? Oh.
Jetzt bremst. Schön. Sollten noch euch mal unter tanken vor, ne? Sehe ich gerade. Weil nochmal erwähnt, nicht den Zeug angucken. Wenn wir uns das jetzt angeguckt hätten, da hätten wir nochmal von der Ruhezeit, hätten wir dann nochmal schlafen müssen. Und dann hätten wir nicht termingerecht abliefern können. Warum, was macht der hier? Warum sind die jetzt auf einmal hier so langsam? So, deswegen. Lässt er uns rein? Der lässt uns rein. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Boah, wie kommt unser LKW nicht aus? Die Reifen war doch gar nicht so schwer, oder? Ja, es war zwar eine kleine Steigung, aber ich habe eigentlich das Gefühl immer gehabt, der zieht sonst mehr. Also beschleunigt schneller, so meine ich das. Ja, ihr wisst schon manchmal. Was macht ihr hier? Lässt er uns rein? Ja. Lässt er uns rein? Oh Leute, ich will mich aber am liebsten hier durchschleichen. Komm, wir schleichen uns durch hier. Der Unfall ist hier. Da oben kommen wir doch nicht runter, nee. Wir schleichen uns durch. Kollegen stehen hier. Durchgeschlichen, haha. Was steht da? 5 Stunden noch.
Ach, hier ist der nächste. Und bald nicht so weit. Sachen nicht mit Hubschrauber, da kommt man gar nicht vorbei. Da kommt man nicht vorbei. Das Verkehrsschild im Vorn. Oh, hier hat es ganz schön gekracht. Ich habe noch nicht mal einen Screenshot gemacht, Leute. Machen wir jetzt eins. Mit Hubschrauber. So, hier bleibt. Gemacht. So, ob das vorbeikommt. Gerschild steht auch noch. Ja, ich weiß, das soll man nicht machen. Aber wir haben Termine. Termine. Ich denke mal, schon mit der Ruhezeit wird das jetzt knapp. Aha. Eine auf dem Heißluftballon da oben. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ein Stück. Biege nach rechts ab. Das könnte knapp werden mit der Ruhezeit. Naja, zahlen wir lieber die Strafe. Weil wenn wir jetzt noch mal schlafen gehen sollten, müssten, sag ich mal so, dann zahlen wir lieber Strafe. Nee, das will ich nicht, weil die ist, glaube ich, höher. Die Strafe, meine ich. Ich bekomme Minuspunkte. Nö, will ich nicht. Durch. Da ihr bremst, ich bin auf meiner Spur geblieben.
Ja. Die Station brauchen wir nicht anzufahren, ist grün. Wie gesagt, die Ladung ist gar nicht so schwer. Normalerweise müssten wir beschleunigen wie. Also ich gehe immer von Amerika Quatsch, von Eurotruck aus. Das ist ein Hubschrauber. Steht in der Luft. Hier ist noch ein Unfall. Hier. Leute, ich schwitze. Es ist viel zu warm. Meine Katze lenkt mich auch jedes Mal ab. Ich habe ja, wie gesagt, da oben ist noch ein großes Flugzeug. Wie gesagt, ich habe ja nur neben meinem Schreibtisch steht der Kratzbaum. Und zurzeit schläft die immer unten auf der Matte von dem Kratzbaum. Und jedes Mal, wenn die bewegt, gucke ich da hin, weil das ist ungewohnt. Weil normalerweise schläft die immer im Sessel oder so. Wie schläft die letzte Zeit da und die kann. Jedes Mal, wenn die sich bewegt, bin ich abgelenkt. Naja, nicht mehr ganz 3 Stunden haben wir es geschafft. Das Bett ist, glaube ich, halb gefüllt oder fast halb gefüllt. Mehr als halb gefüllt. Die Anzeige meine ich. Könnte eine knappe Schiene werden. Wär's noch. Jetzt. Oh Leute. Oh mein Gott. Komm ich. Oh, ich habe mein Handy vergessen, Leiste zu machen. Ich habe mein Handy vergessen, leise zu. Das Hupen geht ja von den Handy aus. Er klingelt wohl. Er geht gar nicht. Steht 8 Meilen sind das, 122 Meilen. Das.
Wäre schön, wenn wir mal schneller fahren können. Ja, wir können schneller fahren, das dürfen wir. Jetzt kommen wir. Auf den Pinsel los. Immer geradeaus. Mit Pinsel ist nicht. Ich liebe beschleunigt da nicht mehr so schön wie früher. Nur wie letztes Mal. An den LKW. Schon. Ich gebe voll Gas. War gerade mal 2 km/h schneller wie vorher. Gerade hier und beschleunigt man zwar nicht. Habt ihr euch was rumgestellt irgendwie? Der hat Bonn gehen vor sich? Hä? Was ist der? So, zum Speier los. Geschafft. Boah, über 50 Minuten das Video. Naja, wenn ich so viel rumzögere. Am Anfang meine ich. Da hängen bleiben, dort hängen bleiben, am Hotel hängen bleiben. Rechts nehmen.
Ausfahrt rechts. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hallo. Sehen, ob sie jetzt sagt, das war eine schöne Frau. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Mich. So. Ruder mal aus. Die Papiere abgeben. Ein. Nein. Gleich hier. Oh, hier steht doch bestimmt noch Bescheid, ne? Ja, ja. Könnte wieder lustig werden. Freut euch. Obwohl, der Hänger ist ja gar nicht so groß. Ja, das sei Borgen. Da oben. Ach, Alter. Wäre es besser von draußen, um rauszufahren, nochmal rein. Guck mal, Zeit viel. Es ist hier bei den Amis so eng immer ist. So eng. Darf ich nicht. Sache,
glaube, ich schicke den nochmal aus. Warte mal. Müssen wir mal noch ein Stückchen rausschieben. Muss weiter rum. Bei den Amis so eng immer ist. Wahnsinn. Ich will doch nicht hin. Bitte. Mach es nicht. Irgendwie. Genau. Das Sprichwort trifft wirklich zu. Geht nicht, gibt's nicht. Geht schwer. Wo geht nicht, gibt's nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Glaube ich zu viel, ne? Geht das gut. Alter. Das ist hier echt immer so eng sein muss bei den Amis. Waren viel größere Auflieger, LKWs und alles, und trotzdem ist es so eng. Aber geschafft haben wir es nach stundenlang hin und her wirken geschafft. Ablieferung. Boah, wir haben es geschafft. Gut, ihr Lieben, somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch und allzeit gute Fahrt. Tschüss.